Schönen guten Morgen, lieber Meli, grüß dich. Wunderschönen guten Morgen, lieber Franz, wie geht's denn so? Danke, gut soweit. Und wie geht's dir? Gibt's noch was in Telegram? Mir geht's gut. Ich habe gerade eine, wie sagt man, Heuschnupfenallergie. Oje. Das sind etwa 2 Wochen im Jahr. Okay. Und weißt du, wovon das kommt, worauf genau du allergisch bist? Ja, es ist ein bestimmtes Gas. Das ist das Gas, das ziemlich lang wird und obendran hat so, soll ich sagen, die Samen, die da. Ich glaube, ich bin gegen das allergisch, ja. Und das aber auch erst seit 10 Jahren jetzt. Erstaunlich, ja. Ja, da gibt es wahrscheinlich einen Parasit oder so, der das auslöst. Keine Ahnung. Ich habe zwar immer CDL-Kuren gemacht. Das ist wohl einer der hartnäckigen, wenn es das ist. Ich weiß, ich bin schon verschiedene Sachen angegangen, wie Honig, Pollen-Desensibilisierung, Hypnose. Es kann auch psychologische Ursachen haben. Ist es das nicht eben? Ja. Vielleicht warst du mal in der Nähe von dem Gras, wie du dich verletzt hast oder dir was emotional Schlimmes passiert ist. Dann ist das eine psychische Programmierung. Sowas kann auch passieren. Das Spannende ist, dass meine Schwester mir erklärt hat, und zwar erst gerade vor einer Woche, dass meine Mutter sehr starke Heuschnupfen hatte. Die war praktisch nie draußen, deshalb war sie so eine Leseratte. Die kann ein 500-seitiges Buch in einem Tag lesen. Wahnsinn, ja, okay. Und die hat dann eine Sensibilisierung gemacht. Mhm. Deshalb habe ich sie ja nicht angesehen, weil für mich war sie ganz normal. Das nicht in der Familie, aber erst mit 30 hat es bei mir angefangen. Schau, interessant, ja. Also es ist schon sehr mühsam, gerade wenn Gartensaison ist und man etwas machen will. Ja, oder einfach nur die Natur genießen, nicht? Das ist dann schade. Ja. Zurückhalten muss. Ja, du hast es ja mitbekommen, ich war in Bozen und habe dort sehr viele alte Freunde und Fans wieder getroffen. Ich war ja 2015 bei einer Konferenz unten, der Geldreformer, und einige davon, also auf jeden Fall mal der Paul Kircher mit seiner Lebensgefährtin, der Eleonora, die sind ja beide Psychotherapeuten und auch Allgemeintherapeuten. Also der stellt selber auch CDL her und vertreibt auch so einen kleinen Apparat, wo man sich jeden Tag ein paar Liter herstellen kann. Und dann helfen sie den Freunden in der Umgebung mit Budik-Kuren, wenn es also Krebstherapien gibt. Und da haben sie auch schon jede Menge Erfolge gehabt. Also CDL und diese Budik-Kur hat mich selbst auch bewirtet. Zum Frühstück durfte ich ein Budik-Müsli essen. Und vorher macht er sich normalerweise einen Smoothie aus dem Garten. Aber er war faul an dem Tag, hat er gemeint, dass haben wir die Blätter so gegessen. Aber im Garten Blätter pflücken. Er wollte mir auch genau erklären, wie man die Brennnessel pflückt. Dass man die Blätter so nach oben stülpt, nicht? Weil die nur am Rand sticht, war ich aber zu tollpatschig, hat mich voll verbrannt. Das war auch egal. Ja, es war auf jeden Fall, es war wieder eine sehr schöne Sache mit den Leuten. Und die beiden sind sehr interessiert auch an StarConnect. Und ebenso ein Josef Kaufmann, den du möglicherweise aus der kooperativen Individualismusgruppe schon kennst. Das ist auch einer meiner allerersten Fans, den die Erklärung mit dem Nullsummenspiel total aufgeweckt hat seinerzeit, was Geldsysteme und so betrifft. Ja, und sie selbst schlagen sich halt rum mit so Alternativwährungen, die sie halt anbieten, den Selbstständigen und den kleinen Landwirten. Und dann haben sie auch, wie gesagt, Kontakte zu ein paar mutigen Anwälten, die sie unterstützen wollen in bei Kreditproblemen und Ähnliches. Aber so richtig durchschlagenden Erfolg hat die Bewegung momentan nicht. Das sind so ein paar hundert Leute, was ja sowieso ganz schön ist. Und eines hat man schon gesehen. Du hast da, es waren konkret ca. 200 Teilnehmer bei meinem Vortrag, du hast da Wirtschaftstreibende, also da sind wirklich lauter Leute aus der Praxis,
die sich alle ein anderes Geldsystem wünschen und die Probleme unseres Geldes verstehen. Ja, und die hätten auch keine Angst davor, einen anderen Weg zu gehen. Ja, weil die wissen, dass es notwendig ist. Und das ist das, was mir dann immer wieder Hoffnung gibt. Ja, da glaube ich, haben wir ein unglaubliches Potenzial, wenn diese Grassroot-Bewegungen, ja, die Leute informieren und sie vor allem auch begeistern für Alternativen, ja, dann können wir sie dann schrittweise wahrscheinlich auch zu Star Connect bringen. Gut, die Annalena hat wieder einiges gepostet. Ich werde mich da auch in dieser Gruppe melden. Und da wollte ich mit dir vorher noch sprechen, wie verfahren wir jetzt mit Paul und Josef und der Eleonora? Soll ich ihnen deinen Kontakt schicken? Sollen sie sich bei dir melden für so ein Hearing, für so ein Gespräch, dass du es ein bisschen abklopfst? Wir haben ja eigentlich das Kontaktformular. Okay, ja, leite ich Ihnen weiter. Also, hast du den Link? Jetzt nicht ad hoc, wenn du in unseren Dialog reinstellst, in unseren Chat, ist das hilfreich, danke. Vielleicht kannst du ihn auch irgendwo anheften, bei den achtsamen Admins oder so. Werde ich mal. Das ist ganz lieb von dir, danke. Ja. Weißt du, es geht um Folgendes. Ich habe jede Menge Literatur schon seit Jahren gesammelt, großteils als PDF, die, glaube ich, wir vorher gemeinsam durchlesen und auswerten sollten. Da geht es um die Erfahrungsberichte von Community-Bildern, die alle sowas schon gemacht haben. Und die sagen, okay, wir haben eine 90% Quote des Scheiterns, nur 10% Schaffens. Und wir haben da die wichtigsten Argumente zusammengetragen nach unserer persönlichen Erfahrung, was man nicht tun soll oder wo man eben kreativ sein darf, damit man nicht zu den 90% gehört, die dann das nicht schaffen. Und ich habe mir gedacht, also das eine, das mir besonders am Herzen liegt, ich habe die alle schon gelesen, aber ich habe mir gedacht, ich ziehe sie mir jetzt nochmal durch, damit wir darin auch in den Austausch gehen können. Und vielleicht können wir da eine gemeinsame Sitzung machen mit den beiden Damen. Und vielleicht jeden, den du sonst noch dafür fähig hältst, ja, in dieser Mitwirkergruppe, damit wir unsere Ideen abstimmen und vielleicht aus dem dann auch einen kleinen Leitfaden konstruieren, was zu vermeiden ist, um das Scheitern zu verhindern. Also denn intelligent ist es ja immer in erster Linie zunächst mal aus den Fehlern anderer zu lernen und CapNet, ja, mit der Dokumentation der eigenen Fehler ist dann eigentlich erst der Schritt danach. Es gibt wahnsinnig viel sehr spannende Literatur. Du weißt so, ich tue mir dann immer schwer, wenn es ins Dogmatische abgleitet. Dann sinkt bei mir die Motivation drastisch. Und es gibt auch sehr gute Literatur über Commons. Da hat es eine, ich habe ja, glaube ich, sowieso in irgendeinem Podcast kurz darüber geredet, da hat es in Deutschland eine Frau gegeben, die ist dann beim Bergsteigen, ich glaube in Südtirol oder so, tödlich verunglückt, hat aber vorher ein ganz tolles Buch über die Commons, also die Gemeingüter, geschrieben. Und wenn man das und auch noch ein paar andere Literatur zu dem Thema durchliest, dann muss man auf eine ganz besondere Art und Weise lesen können. Du hast auf der einen Seite ideologisch-dogmatische Aussagen aus der politischen Ecke. Ja? Also wenn du oder ich das so drüber lesen würde, sagen, das sind alles Kommunisten. Ja? Aber du hast dann auch immer wieder echte Perlen, also Dinge, wo man sagt, das ist jetzt wirklich inhaltlich relevant, also sachlich relevant, das müssen wir von dem ideologischen Quatsch trennen. Ja? Also die Spreu vom Weizen trennen. Ist das Absicht oder? Nein, das ist die Absicht, dass ich es so lese. Ja, das schon. Aber die Autoren, die denken ja wirklich, sie sind am richtigen Weg und sie meinen, dass auch ihre politisch-ideologischen Aussagen hilfreich sind. Mhm. Ja, du darfst nicht übersehen, die ganzen, auch die Woke-Szene, die glauben ja tatsächlich, ich würde meinen, der überwiegende Teil, über 50%, dass das, was sie tun, sinnvoll ist. Ja. Weißt du, wieso, dass ich frage? Vielleicht ist das ein Code. Vielleicht hat sie richtig geschrieben und die, die vernünftig sind, die können die Weizen vom Spreu nie im Kopf trennen. Mhm. Ich bin der Meinung, dass ich das kann. Okay. Oder zumindest mache ich es, zum Beispiel in den Filmen.
Also muss ich den Wokenteil weglegen und sage, okay, dann gibt es Filme, die sind dann zu anstrengend, wie zum Beispiel der neue Tor-Teil oder so. Wieso, dass ich das sage, ist, weil ich letztens mit jemandem gesprochen habe, der gesagt hat, dass der Aleister Crowley so war. Der war wirklich ein Satanist, sondern er wollte die Weizen streuten, so dass er nur die richtigen Leute bei sich hatte. Ist eine Sache, ist eine Art, das zu interpretieren. Ja, ist jetzt nicht jemandem, dem ich generell folgen würde oder so. Ja, sicher nicht, genau. Genau, aber mir ist gesagt worden, dass der auch so war, dass er das dafür codet hat, dass die Leute, die das durchschauen konnten, dann zum Richtigen gekommen sind. Gut, ich werde also nach unserem Podcast von heute einige PDFs in die Gruppe hineinstellen, in die Coaches-Mentoren-Gruppe und da vorher immer meine persönliche Meinung dazu posten. Ja, wovor man sich in Acht nehmen muss bei dem einen oder anderen Buch oder wie ich das interpretiere. Wollen wir das nicht, wie soll ich sagen, wenn du ja die Arbeit schon gemacht hast, ja, dass jeder auf seinem Gebiet spezialisiert ist und wir haben ja alle zu tun. Und weißt du, deshalb haben wir uns ja auch gefunden, weil wir, wie soll ich sagen, weißt du, das ist so ein generelles Thema, was ich mit dir anschauen will. Du siehst das Ganze, das nimmt Formen an. Du kannst dir nicht vorstellen, wie ich mich gerade fühle. I'm really excited, weil wirklich ein paar schöne Seelen da sind. Wir brauchen nicht viel, aber die Guten, kannst gerne diesen Link schicken, dann können die eben auch den Test machen. Du, ich glaube ehrlich gesagt, dass sie schon prompt reagieren werden. Die waren also so angetan, wie ich ihnen das erzählt habe, wie ich unten war. Also ich habe es nicht vor dem Publikum öffentlich, aber den Josef Kaufmann und den Paul Kircher im kleinen Kreis nach dem Vortrag am Buffet habe ich Ihnen das schon nahegebracht. Haben wir darüber gesprochen? Bleiben wir unter dem Radar? Ja, ich glaube, wir sollten momentan noch keine öffentlichen Auftritte machen im größeren Stil. Ja, weil es ist ja auch so, auch in dieser kleinen Gruppe siehst du Leute, es hat dann noch jemanden gegeben. Der Mann ist auch extrem interessant. Weil das ist ein von Mental Power, ein Mentaltrainer und Coach, ja, mit einer eigenen Website und so, das werde ich mir ansehen. Und auf dem habe ich auf der Autofahrt von Star Connect erzählt und der ist also auch ganz begierig drauf. Der hat internationale Klientel in seiner Unternehmensberatung, wo es also vor allem auch um geistige Kapazitäten und sowas geht und ja. Also das ist auch ich würde sagen, jemand, der wertvolle Werkzeuge im Koffer hat für uns. Sehr schön, sehr schön. Das ist das, was ich so schätze, dass du über ein generelles Thema sehr viele Außenseiter und außergewöhnliche Persönlichkeiten andockst und dann aber im Nachgang oder eben davor im kleinen Kreis dir die raussuchen kannst, für die du dann größere Aufgaben hast. Genau. Ja, weißt du, das sind die schönen Seiten. Da gibt es noch die, ich sage jetzt mal, die unbequemen. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen haben, müssen wir auch überhaupt nicht aufweichen. Aber ich hatte ja so ein richtiges Streitgespräch mit einem. Ich habe da mit ihm telefoniert, das ist der gesagt hat, der hat ihn. Ja, jetzt weiß ich's, genau. Ja, 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 ja. Ah, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ich bin dort regelrecht fast explodiert. Weil da, ich sage jetzt, gefühlte halbe Minute, wo wir gleichzeitig am Reden waren und uns gegenseitig am Anschreien waren. Oh. Das habe ich noch nie erlebt. Und nachher meinte er so lächelnd, ah, weißt du, ich streite gerne und ich eigentlich auch, aber das hier, das hat nichts mehr mit Respekt zu tun. Ja, ja, ja. Und auch von mir, und ich überlege mir jetzt gerade, wo, dass ich falsch gegangen bin. Und jetzt verstehst du auch, wieso, dass ich dieses Explainity-Video gemacht habe, mit dieser Szene auch, mit Leonidas und dem künftigen Verräter. Weil nach 5 Minuten hätte ich das Gespräch bereits beenden können. Ja. Aber ich habe es nicht gemacht. Weil ich
die Gemüter abflachen wollte und ich wollte ihm etwas geben, weil das ist die Schlüsselszene in 300, wo Leonidas gesagt hat, nein, wir können dich nicht brauchen. So ist es. Weggeschickt hat. Und ich habe jetzt gesagt, weißt du was, ich bringe dich ins Umsetzungskonzept und das ist dann CapNet, dass dich dann herauslesen wird und du irgendwo eine Ökosiedlung machen darfst. Er hat von Anfang an nicht verstanden, dass wir auf der grünen Wiese anfangen. Ich habe ihm zum Beispiel gesagt, dass ich, weißt du, er sagt, er macht uns den Vorwurf, dass wir nicht pragmatisch genug sind und nicht so, wir sind sehr pragmatisch. Und dann habe ich ihm gesagt, was wir sicher alles gemacht haben in kürzester Zeit. Und sogar das wusste er ja wie anprangern, aber das lassen wir mal beiseite. Dann habe ich gesagt, weißt du, wir könnten jetzt schon bereits eine Siedlung machen. So, ja, wie? Ich sage, ja, wir haben einen, der würde uns sogar finanzieren, wenn es physisch wird. Und da sagt er, schick mich runter, ich baue dir eine Siedlung. Du weißt ja gar nicht, wie. Also doch, weißt du, als erstes braucht es ein kleines Projektteam, das hausiert dort in Zelten. Und als erstes stellen wir gleich, und jetzt gut zuhören, stellen wir Solaranlagen auf, damit wir Energie haben. Und ich, nein, wir arbeiten auf der grünen Wiese. Dann hat er mich so verstanden, dass ich gesagt habe, dass Solarenergie scheiße ist. Und ich so, ja, eigentlich schon, aber das ist nicht das, was ich gesagt habe, sondern wir fangen auf der grünen Wiese an. Und dann hat sich das hochgeschaukelt. Bis zum Schluss ich ihn runtergebracht habe, gesagt, hey, Umsetzungsphase, darfst du mitwirken. Weißt du, lieber Milik, da dürfen wir sehr, sehr großherzig und tolerant sein, aber auf der anderen Seite müssen wir diese inneren Glaubenssysteme genau überwachen, wo sie bei der praktischen Umsetzung mit dem Projekt in Konflikt geraten könnten. Nicht? Also das eine ist, was jeder für sich selbst im Inneren fühlt und denkt und glaubt, ist hundertprozentig frei. Ja, wir dürfen uns auch wenn bei Interesse gegenseitig darüber austauschen, um voneinander zu lernen. Nicht? Das ist ja auch das Schöne, weil da hast du dann eine Vertrauensbasis, wenn du mit Leuten auch über diese Inhalte sprichst. Aber sie dürfen nicht aus ideologischen Gründen plötzlich das Projekt torpedieren. Ja, das darf nicht sein. Und ich habe jetzt vor einigen Tagen von einem meiner Fans ein 2000 Seiten dickes Buch erhalten. Sagte der Name Urantia etwas, das Buch von Urantia. Wenn man sich damit ein bisschen eingehender, also sagen wir mal mit dem Inhaltsverzeichnis befasst, dann siehst du, es handelt sich meiner Meinung nach um eine relativ gut, also wirkungsvoll aufgebaute New Age-Religion. Also sie haben alles drinnen. Ja? Den Anfang des Universums, sogar den Anfang von Multiversen, Paralleluniversen, ja, also was jetzt so mit Zeitlinien und so kommt, alles schon verpackt. Ja? Dann das wahre Leben von Jesus, ja, dann die Hierarchien der Engel und der Außerirdischen und wie sie mit uns kommunizieren und wie wir das in unser Leben einbauen können. Also vom Ansatz her, ich finde darin jetzt nicht unbedingt etwas Schlechtes. Ja? Es ist durchaus schön. Aber wie gesagt, wenn du's positiv sehen willst, dann kannst du bei Scientology das genauso sagen. Es ist gut gemacht und sie haben eine tolle Organisation. Ja, und ich habe mich eine Zeit lang auch mit den Raelianern beschäftigt. Sagt ihr das was? Nein, das nicht. Rael, sagt er nichts, das Buch von Rael. Da ist auch jemand gekommen, so wie seinerzeit der Ron Hubbard, und hat gesagt, mich haben die Aliens abgeholt und mir gesagt, wie alles wirklich funktioniert. Wir müssen jetzt eine technische Zivilisation werden. Und damit fangen wir gleich einmal an mit dem Klonen. Und wir werden die Menschen genetisch verbessern. Die Sekte der Raelianer waren ja die, die schon vor vielen Jahren gesagt haben, sie haben jetzt erfolgreich den ersten Menschen geklont und sie werden das weiterentwickeln, um uns aus technischer Sicht auf eine höhere Stufe zu bringen, durch genetische Verbesserungen. Also das ist voll auf der Linie vom Transhumanismus. Ja? Das ist mit ein bisschen esoterischem Gedöns verbrennter Transhumanismus und entsprechend werden auch die Förderer und die geldstarken Kräfte hinter ihnen stehen. Das hat damals ziemliche Wellen geschlagen. Das muss schon gute 15 Jahre her sein, weil sie damals behauptet haben, sie wären erfolgreich beim Klonen von Menschen. Ist der Harari ein Klon von ihm? Ist wer? Der Harari. Das ist möglich. Ja, also so wie er ausschaut, glaube ich sofort. aber dass er im Hintergrund mit der Sekte was zu tun hat, wäre absolut vorstellbar. Ja.
Also wenn es dich interessiert, stelle ich dir in unseren Chat die beiden Links rein. Oder willst du sowieso nur einen Bogen drum machen? Weißt du, vollständigkeitshalber, da kann sich jeder ein... Wobei, genau. Lassen wir das drin. Es geht mir persönlich in erster Linie darum, dass wir insofern offen sind, dass sie sagen, wenn Menschen das wirklich als ihr Glaubenssystem annehmen wollen, ja, dann habe ich nichts dagegen. Natürlich, wenn ich mich jetzt eingehender damit beschäftige, dann sage ich, das hat aus meiner Sicht ein paar dunkle Flecken, mit dem würde ich mich persönlich jetzt nicht zu tief auseinandersetzen und ich würde das nicht bewusst in mein Glaubenssystem integrieren, wie bei den Raelianern. Bei Urantia ist es anders, da habe ich noch nichts Negatives entdeckt. Ja. Aber unterm Strich muss ich sagen, lassen wir uns einfach überraschen. Wir werden ganz sicher in den nächsten 2 Jahrzehnten ja, sehr viel an Wissen gewinnen, wie das wirklich mit der Form der Erde ist, wenngleich das jetzt für unsere Organisation eigentlich nicht relevant ist. Ja. Aber was wirklich dahinter steht und wer vielleicht die Kräfte sind hinter den Drahtziehern, ja, den Schrittenziehern, auf unserem Planeten, was da abgeht, das wird sich jetzt irgendwann offenbaren. Ja? Also dieser Zug, glaube ich, kann nicht mehr gestoppt werden. Irgendwann wird das jetzt kommen mit Project Bluebeam, dass sie vielleicht noch versuchen, da ein Theaterstück aufzuführen, wäre möglich, aber ich glaube, das wird sehr schnell durchschaut. Ja? Also das werden die Menschen in der Masse ihnen auch nicht mehr abkaufen. Wenn sie mal verstanden haben, wie das mit der Mondlandung war oder nicht war, ja, dann werden sie sich die anderen Spektakel genauer anschauen. Aber in meiner Meinung nach, das mit der Mondlandung, das heißt immer noch nicht, dass die Erde flach ist. Das heißt einfach... Nein, natürlich nicht. Du, über die Form der Erde, da spekuliere ich auch gar nicht. Relativ interessant finde ich das mit der Rieseneiskugel. Nicht? Weil das wäre so ein Hybridmodell, wo du sagst, es ist annähernd flach und wir in unserem Froschstümpel haben eigentlich gar nicht die Möglichkeit, das Gyroskop so stark zu beeinflussen, dass das reagiert. Ja, weil der ganze Erdkreis ist nur so ein kleiner Ausschnitt der Kugeloberfläche, dass das annähernd noch immer flach ist und deshalb auch das Gyroskop nicht reagiert. Deswegen finde ich diese Variante noch am logisch plausibelsten. Die beantwortet für mich die kritischen Fragen noch am besten. Ja, die kleine Kugel, an die glaube ich nicht, und die absolut flache Scheibe glaube ich eigentlich auch nicht. Du hast ja dann das Problem, gibt ja wahnsinnig lustige Memes, ja, Surf-Wettbewerb auf der flachen Erde und da hat es wieder Dutzende Tote gegeben, die fallen dann, aber das ist ja wirklich zum Schreien, ja. Das finde ich ja großartig. Also so simpel kann es natürlich nicht sein. Und die Frage ergibt sich wirklich, es gibt ja angeblich Aufzeichnungen, biblische Aufzeichnungen, die zeigen, oder alttestamentarische, also eigentlich jüdische Aufzeichnungen, die zeigen, diesen Aufbau der Erde flach, darunter dann die unterirdischen Systeme und darüber dann die Kuppel und dann auch noch höhere Sphären. Und die Frage ist jetzt natürlich ja, und was passiert sonst noch? Ich möchte also nicht diesen Weg gehen mit den Schildkröten. Nicht? Also da ist eine Schildkröte, die steht wieder auf einer Schildkröte und die wieder. Das ist hinduistisch. Ja? Ich glaube, das ist hinduistisch. Aha, ja, da auch interessant, ne? Aber wenn du dir die Evolutionstheorie anschaust, Michael Behe, habe ich mir jetzt wieder ein paar Vorträge angehört, die offizielle Evolutionstheorie, die beruft sich auf diese Schildkröten. Er sagt, alles war ein Evolutionsprozess, aber der kann erst ansetzen, wenn du lebende Organismen hast. Die Evolution kann jetzt nicht verwendet werden, um von der toten Materie Leben entstehen zu lassen. Ja, ich mache jetzt wieder meinen Anruf und bin dann 10 oder 5 vor 10 wieder online für unseren nächsten Durchgang. Alles Liebe, Meli. Bis gleich. Ciao, lieber Vater. Gleich. Ein paar Sekunden später. Ich habe dir schon kurz berichtet, ich höre mir jetzt wieder einige Vorträge von Michael Behe an. Und dann gibt es auch aus dem deutschen Sprachraum einen Thomas Seiler. Und das sind alles Evolutionsbiologen und Biochemiker, die ursprünglich in ihrer Ausbildung an Darwin geglaubt haben und Materialisten waren. Und die dann auf Literatur, über Literatur gestolpert sind, wo sie gesehen haben, wie viele wissenschaftliche Widersprüche es da gibt, ja, und was alles nicht erklärt werden kann, und das hat sie einfach neugierig gemacht. Und in dem einen Interview mit Michael Behe sagt sein Interviewer, ja, aber du hast dich ja erst dann
aufgelehnt, ne, gegen dieses Dogma, als du schon eine Fixanstellung hattest, Tenure auf Englisch. Ne? Und Michael B. antwortet, naja, meine Mutter hat halt keinen Idioten großgezogen. ja, es ist so. Und sie sprechen das auch offen auf. Sie sagen, also diese Denkverbote und diese Kritikverbote, wenn es die in der Sowjetunion gegeben hätte oder heute in Nordkorea, dann würden sie sich nicht drüber wundern. Aber dass das hier und jetzt in den Vereinigten Staaten stattfindet, ist einfach eine Katastrophe. Echt? Also in dem Moment, wo du irgendwelche geistigen Aspekte in der Wissenschaft integrieren willst, wirst du sofort als Kreationist verunglimpft, ja, und es wird dir vorgehalten, dass das Religion sei und so weiter und so weiter. Dass der reine Materialismus selbst nichts erklären kann, ja, das kommt den Leuten gar nicht in den Sinn. Ja. Das ist sehr merkwürdig. Es ist vor allem dahingehend spannend, weil in den USA hast du ja die Verfassung und der erste Verfassungsartikel, der ist Meinungsfreiheit. Genau. Wenn du jetzt die anschaust, was dort drüben abgeht, die konservativen Stimmen, die werden mundtot gemacht. Ein Präsident kriegt eine Hausratia vom FBI. CIA? CIA weiß ich. Nein, ist der FBI. FBI war das. Er ist im Inland und CIA ist Ausland. Und aber auf der anderen Seite siehst du Menschen, jetzt aus der Szene kommen und so weiter, BLM-Aktivisten, Antifa-Member, die nicht dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Aber unzählige Geschichten, wo die Leute auf freiem Fuß sind, obwohl sie, und schau dir den amtierenden Präsidenten an, also wenn Donald Trump für Mar-a-Lago drankommen soll, was müsste dann mit Joe Biden passieren? Also, du hast das geschickt. Ich hin und wieder schicke ich dir so ein paar gute, besonders witzige und prägnante Memes. Eines, das mir sehr gut gefällt, ist, es gibt Rassisten, es gibt rassistische Vorurteile, aber es gibt keine Rasse. Ja, es gibt Volksverhetzung, aber es gibt kein Volk. Ja. Und dann gibt es eine Frauenquote, ja, und Frauenfeindlichkeit, aber der Begriff Frau ist nur ein soziales Konstrukt. Super, oder? Ja, selbstverständlich. Also, du kannst ihnen zeigen, dass sie sich selbst widerlegen und permanent ihren eigenen Dogmen widersprechen. Und diese logische Widersprüchlichkeit ist natürlich schon das alleroberste Zeichen von Unwissenschaftlichkeit. Jeder, der versucht, sich zumindest den Anschein eines redlichen Wissenschaftlers zu geben, der vermeidet solche logischen Widersprüche schon im Vorfeld. Das kann so nicht sein. Aber dass das Volk oder die Bevölkerung, dass die das so hinnehmen und nicht selbst auf die Idee kommen, sie auszulachen, nicht? Das ist schon erstaunlich. Das ist so, dass das Volk indoktriniert ist. Sie sollen ihren Gefühlen nachgehen und diese sind wichtig. Jetzt weiß nicht, ob du es gesehen hast, es gibt ein paar Videoaufnahmen aus den Gerichtssälen, wo jetzt zum Beispiel eine die ganze Zeit nur am Schreien ist. Als wäre das ein Argument. Hast du das nicht gesehen? Ja, ich habe eine Senatorin, nein, eine amerikanische gesehen, die schreit, dass wir unbedingt die Transsexuellen brauchen und die sind so gut. Genau. Nein, da gibt es eine andere, die hat gesagt, so, ich habe nicht viele Argumente vorbereitet, sondern ich werde jetzt einfach die Zeit, die mir bleibt, etwa eine Minute, werde ich jetzt einfach schreien. Dann ist der Teil. Ja, die haben keine Argumente und da siehst du, das ist halt genau das Gegenteil von Wissenschaft. Du kommst nicht mit Argumenten oder so und gehst in einen Diskurs, wo jeder angehört wird, sondern sie vertragen einfach. Siehst du, das sind Soziopathen. Die können ihre Emotionen nicht im Griff halten. Sie können nicht logisch argumentieren, beziehungsweise schon ein vernünftige Informationen sammeln, diese verarbeiten und diese dann wiedergeben, das haben sie verlernt, das wurde den Leuten abtrainiert. Und ja, jetzt haben wir den Saustall. Ja, aber weißt du, der Saustall, wie du es nennst,
funktioniert halt eben auch nur in unserem alten Rechtssystem. Wenn wir das hinter uns lassen, dann haben wir auch da die Chance auf eine Erneuerung. Weißt du, hinter uns lassen, das lasse ich nicht gelten, sorry. Weil das wird harte Arbeit sein und die Frage ist, wer das ermöglichen wird. Und das ist die Hauptaufgabe von StarConnect. Ja. Diese Transitphase, das, wie soll ich sagen, herrschaftslose Leben, das wir uns alle wünschen. Ja, das richtig. Von heute auf morgen, das dürfen wir uns zuerst wieder erlernen und antrainieren. Genau. In meinen Telefongesprächen mit den Leuten sage ich immer, habe ich das Beispiel schon gemacht, du hast ein Rolls Royce, startest dein Auto und merkst, irgendetwas stimmt mit dem Motor nicht, dann gehst du natürlich husch zum Garagisten und du steigst aus und du siehst die Werkzeuge, alles, was es braucht, um ein Auto zu reparieren, alles schön blank, alles schön vorbereitet und dann kommt ein Affe auf dich zu. Was machst du? Du steigst in ein Auto und gehst zum nächsten. Du lässt sicherlich nicht deinen Rolls-Royce von einem Affen reparieren, oder? Genau. Ich glaube nicht, klar. Ja, logisch. So ist es, wenn diese 5.000 bis 6.000 Patente von Trump kommen. Da gibt es eine Bande von Affen, die keine Ahnung haben, wie das Zeug einzusetzen. Ich weiß, das tut jetzt sehr hart, aber ja, das ist jetzt keine Herabwürdigung, sondern das bezieht sich nur auf die Devolution, die durch die Verdummung in den Bildungsinstitutionen. Sehr. Das ist jetzt kein charakterlicher Mangel und das ist nichts, was man einem Menschen per se vorwerfen kann, sondern das ist das Ergebnis der massiven Gehirnwäsche und Beeinflussung. Wie du so schön sagst, wir sind alle gleich intelligent, aber unterschiedlich verwirrt. Weißt du, eigentlich nicht. Also nichts zu dem, was du am Schluss gesagt hast, aber schau, die Evolutionstheorie ist eigentlich, dass der Mensch sich vom Affen weiterentwickelt hat. Und darf ich da ganz kurz ad hoc einhaken? Jetzt habe ich das gerade vor 1,5 Stunden im Auto gehört, wie ich vom Einkauf zurückkam. Diese Theorie, 99% Übereinstimmung der Gene mit dem Schimpansen, das bezieht sich auf eine Untersuchung, der von Haus aus nur 3% der gesamten Gene zugrunde lag. Ja. Ja, warum? Weil sie nur 3% der Gene von der Funktion her wirklich verstehen. 97% ist ja Junk-DNA, die verstehen sie einfach nicht. Und deshalb haben sie da auch nicht nach den Gleichheiten und Unterschieden gesucht. Und wenn du dir das jetzt anschaust mit der Maus, dann haben wir mit der 95% Übereinstimmung in diesen Sequenzen. Also müssten wir mit der Maus auch holen. Und es geht bis zur Hefe. Auch bei der Hefe gibt es noch eine hohe Übereinstimmung. Ja. Ich nehme jetzt diese Prämisse, um die andere aufzubauen. Ja. Oder eine Theorie aufzubauen. Und zwar, dass die Affen sich von den Menschen, ich sage jetzt mal, nicht weiterentwickelt, sondern degeneriert haben, weil sie die Verantwortung nicht mehr tragen wollten. Mhm. Deshalb sind sie dann, ich sage jetzt mal, eine kümmerlichere Variante geworden. Aber mit dem, was du jetzt gerade gesagt hast, ist das sowieso alles obsolet. Von dem her. Ja, diese Gegenthese, dass man aus einer Ähnlichkeit von Bauteilen, um es mal so zu sagen, nicht auf Abstammung schließen kann, erklären die dann auch sehr schön mit einer elektronischen Uhr und einer Waschmaschine. Ja, wenn Sie sagen, die elektronischen Bestandteile, vor allem in den Kontrollteilen, ja, die sind gleich, die haben Transistoren, die haben Widerstände und so weiter. Und trotzdem stammt die Uhr nicht von der Waschmaschine ab und umgekehrt. Sondern es gibt Bauteile, die haben einen bestimmten Verwendungszweck. Ja, und es gibt einen planenden Geist, einen Schöpfer, ja, der eben weiß, wie man für einen bestimmten Zweck bestimmte Bauteile optimal designt. Echt? Und das ist die Gemeinsamkeit am Ende. Aber das hat nichts mit Abstammung zu tun. Finde ich super, dass du das aufgeklärt hast. Macht natürlich sehr viel Sinn. Und das zeigt einfach wieder, dass der Spruch von Sokrates gilt. Und zwar, ich weiß, dass ich nicht weiß. Und das ist halt die Prämisse eigentlich in der Wissenschaft, beziehungsweise die demütige Haltung,
Weißt du, das ist die Klimalügner. Da kommen und sagen, die Wissenschaft sagt, das Klima, bla bla bla, die sind sich einig. Und dass du sagst, die Wissenschaftler sind sich einig, ist ein Paradox. Also zeig mir die Wissenschaftler in einer Kategorie, die sich alle einig sind. Ja, natürlich nicht, weil die Funktion von Wissenschaft ist es nicht, ein Dogma hochzuhalten, sondern alles zu hinterfragen, nicht alles in Frage zu stellen. Und daraus ergeben sich in einer freien und in der wahren Wissenschaft, die diese Funktion des Fortschritts und des Gewinns neuer Erkenntnis wirklich ernst nimmt, dort wirst du immer unterschiedliche Sichtweisen und unterschiedliche Meinungen haben. Und es ist auch völlig gut so, weil nur dadurch gibt es ja den Fortschritt. In dem Moment, wo ich ein Dogma einfriere, bleibt ja alles statisch. Da gibt es keine Entwicklung, keinen Fortschritt mehr. Und alleine, dass dieses Argument da nicht permanent diesen Vertretern, die Wissenschaftler sind sich alle einig, permanent um die Ohren gehaut wird. Ja, das ärgert mich am meisten, weil das zeigt, dass die Funktion von Wissenschaft nicht verstanden haben. Deshalb dürfen wir ein Vorbildsmodell sein. Absolut, ganz genau. Schon nur alleine in der Kommunikation, wie man miteinander kommuniziert. Man sieht es in den Parlamenten, wie sie aufeinander losgehen. Solche Formen, das ist jetzt für mich zum Beispiel sehr wichtig, gerade in unserem kleinen Struktur, wie gehen wir dabei vor? Wir sehen zum Beispiel in der anstehenden Telco, ich werde zum Beispiel aufgrund von dem, was wir vorhin gemacht haben, für nächste Woche etwas planen, mal schauen, wie viel das da teilnehmen kann. Gerne. Und dann probieren wir das Gleiche aus. Und ich denke, weißt du, das Schöne ist eben, dass all diese Leute, dass die durch einerseits durch dich gekommen sind, das heißt, sie kennen dich schon seit Jahren, das heißt, sie verstehen, meintlich verstehen, deine Ideologien. Und das andere ist, dass sie halt eben den achtsamen Dialog gesehen haben, die mit den Menschen, denen ich gesprochen habe, die nicht einen gemeinsamen Dialog geschaut haben, gerade den Typen, den ich dir vorhin erzählt habe, die haben, mit denen habe ich schwierige Talks gehabt. Ja. Solche, die quasi, ich sage es mal, durch dich berichtet wurden, berichtigt wurden. Deshalb ist die Frage, ja, wie kriegen wir dass sie, ja, wie soll ich sagen, halt eben auch einen zusammen Dialog führen können. Und deshalb habe ich in den Mitwirkerantrag genommen, bist du ein Wissenschaftler, Forscher oder ein Motivierender, weil das für mich ziemlich wichtig ist. Man kann natürlich auch sagen, nein, da darf man vielleicht herausfinden, ist er es vielleicht doch und weiß es nicht. Weil dieser Aspekt etwas anzuschauen ist schon sehr wichtig. Absolut, ja. Weißt du, weil ich ein bestimmendes Merkmal dieser neuen Sichtweise sollte es, wie gesagt, sein, nicht von der absoluten Wahrheit zu sprechen oder die Welt oder das Universum ist so oder so, das habe ich ja schon oft in unserem Podcast festgestellt, dieses kleine Wörtchen ist, das versuche ich am allermeisten zu vermeiden. Ne? Ich ersetze es durch, ich nehme das so wahr. Oder das kann am einfachsten erklärt werden durch. Ne? Aber die Zusammenhänge sind immer viel, viel komplexer, als einfach zu sagen, ich habe das und das beobachtet, meine persönliche Wahrnehmung. Ich ziehe daraus diese und jene Schlüsse, meine Biografie und meine Prägung, ja, die Wahrnehmung wieder beeinflusst hat. Und deswegen muss die ganze Welt, das ganze Universum sich jetzt diesen einfachen Gesetzen beugen, auf die ich meine Beobachtung persönlich zurückführe. Ja, das ist eine extrem sträfliche Vereinfachung. Darf ich die Bitte anfügen, dass du mich darauf aufmerksam machst, wenn ich so absolutistisch bin? Bitte, ja, gerne, aber mach das gilt für dich genauso umgekehrt. Ich habe es sehr oft, weißt du, ich merke schon sehr oft, hin und wieder bei ja, achtsamen Gesprächen, die gibt es außer mit dir nur sehr selten. Aber hin und wieder dann doch mit Leuten, die mich in diesem wissenschaftlichen Umfeld schon länger kennen. Und die machen das dann auch, nicht? Die sagen dann auch, jetzt hast du aber wieder ist oder so ein absolutistisches Verb verwendet.
Und ich habe das dann auch versucht zu analysieren. Ich persönlich mache das vor allem in Alltagssituationen, also nicht im wissenschaftlichen Kontext. Da versuche ich das automatisch zu vermeiden, weil da bin ich in der Rolle Wissenschaftler. Aber im Alltag, also wenn es um mein tägliches Leben geht, ja, wann ich einkaufen gehe und wann ich mich mit jemandem treffe und so, da rutscht mir das dann manchmal raus, weil da nehme ich mich nicht jetzt wirklich als den Wissenschaftler wahr, sondern als den normalen Menschen. Und da schlägt diese Prägung dann auch viel stärker durch. Ja, ich verstehe dich sehr gut. Es gibt gewisse Orte, da rede ich sehr bewusst. Bei mir sind das zum Beispiel vor allem die Worte müssen und aber. Ja. Und ich habe jetzt so gerade in den Dokumenten, die wir jetzt da erstellen, bin ich explizit darauf achten dürfen. Und da habe ich zum Beispiel darauf aufmerksam gesagt, dass in ihrem Leben ihr das viele Male schon aufgezeigt wurde, aber sie konnte dieses Muster noch nicht durchbrechen. Und sie ist sehr dankbar dafür, wenn ich sie darauf aufmerksam mache. Also in unseren Dokumenten wird kein Aber verwendet, weil ist doch spannend. Sie hat gesagt, dass alles, was dann kommt, ist eine Lüge. Und bei mir ist es so, alles, was ich vor dem Aber gesagt habe, ist dann obsolet. Ja, genau. Weißt du, Mili, ich habe das sicher auch in einem unserer Podcasts schon empfohlen, von Frank Dressel, Überzeugen statt Überreden. Ja, genau. Das ist das Aikido der verbalen Kommunikation. Und das ist einer seiner Hauptgrundsätze, statt Aber und zu sagen. Ja. Weißt du? Und verbindet. Und weißt du, das gibt eben dann so ein paar Dinge, wo ich sagen würde, das sollte die Standardbibliothek werden für die Leute, die zu uns kommen. Man kann es natürlich auch so machen, dass man das liest und dann die wichtigen Teile exzerpiert. Ja, also eine Art Fibel oder Werkzeugkoffer für unsere Kommunikation bereitstellt. Also ich habe es zum Beispiel in meinem Buch dann komplett nochmals revidiert, sollte eigentlich keine Art drin haben. Und das habe ich dann ersetzt. Ich werde darauf achten, wenn ich es lese. Ja, wenn ich eins finde, schreibe ich es in die Fußnote rein. Nein, eigentlich sollte ich es, und wenn, dann ist es bewusst, dass ich das Vorherige, weil es negativ geprägt ist, dass ich das dann ausmerzen will. Dann ist es bewusst eingesetzt, aber es sollte eigentlich fast keine mehr haben. Und das habe ich dann ersetzt mit doch, jedoch und allerdings. Ja, und genau. Und je nachdem, wie der Satzaufbau ist, kommt das eine oder das andere ins Spiel. Das ist dann grammatikalisch dann noch ein bisschen knifflig. Genau, bei müssen ist es ganz klar. Dort ist es für mich die Opferhaltung und wir wollen, weil wir Schöpfer sind. Ja, das ist für mich zum Beispiel sehr wichtig. Und warum dir? Wir waren beim Ist. Genau, richtig. Das ist speziell. Absolutistischen Aussagen. Außer es ist absolutistisch. Ja, genau. Wenn man zum Beispiel jemand anderen zitiert, nicht? Oder wenn man sich im Rahmen eines Glaubenssystems auf eine höhere Ebene bezieht. Auch das wäre noch, sagen wir mal, ein Anwendungsbereich, den ich gelten lassen würde. Beispiel? Ja, Beispiel, wenn man über Gott spricht. Im Rahmen eines religiösen Diskurses lasse ich das durchaus zu, weil da gehört das einfach zum Glaubenssystem. Das ist Teil des Glaubenssystems. Ja, ich kann da nicht sagen, nach meiner Wahrnehmung hat Gott die Welt erschaffen. Natürlich ist es nicht meine Wahrnehmung, sondern nach meinem Glauben, ja, wenn ich das so formulieren will. Aber das deckt sich dann innerhalb des Glaubens mit dem Ist. Und da kommen ja auch die Konflikte her, weil da gibt es die Vertreter zum Beispiel der Young Earth Theorie, die sagen, also es steht doch irgendwo in der Bibel drin, dass die Erde nur vor 6.000 Jahren erschaffen wurde. Also alle Fossilien, alles was angeblich älter ist, das muss irgendein Messfehler sein oder sonst wie. Die kann doch gar nicht so alt sein. Ja, weißt du, auf der anderen Seite siehst du dann wieder, ich hatte mal eine interessante Doku gesehen zu den Kreationisten. Und das war schon interessant. Weil du siehst, wie heißt das schnell? Ich glaube, pyroklytische Prozesse. Du siehst einen Vulkan, der ausbricht
und der innerhalb von 48 Stunden sowas Ähnliches wie den Grand Canyon erzeugt, nur 10% so groß, viel, viel kleiner. Aber da ist innerhalb von 48 Stunden alles da. Da sind sogar die unterschiedlichen Erdschichten da, ja, in diesen Schluchten, wo die Geologen heute sagen, das ist so und so viele Millionen Jahre alt und das so und so viele Millionen Jahre. Und das entsteht in ein paar Tagen durch so einen Vulkanausbruch. Ne? Also da hat es wirklich was. Da ist irgendetwas ganz elementar schief in diesen Wissenschaften. Ne? Und deshalb sage ich, auf der grünen Wiese anfangen. All diese Messinstrumente und so weiter, die dürfen alle überprüft werden. Ja, und neu kalibriert und dann vor allem mit einer anderen Zielsetzung eingesetzt. Ja, und nämlich genau diese Dinge, eine Messung mit einer Methode gibt ein Ergebnis und dann sage ich als Wissenschaftler, wie der ist. Ich frage mich, wieso, dass Sie diesen Wissenschaftler auf Netflix aufstrahlen lassen, der jetzt die Geschichtsbücher anscheinend neu schreiben kann. Gestern habe ich zu Graham Hancock. Ja, genau. Und gestern habe ich einen Short gesehen, wo er beim Joe Rogan war und erklärt hat, dass wir meinen, dass unsere Zivilisation vielleicht 6000 Jahre alt ist. Und dann finden sie alleine schon in der Türkei eine Stadt, ja, die vor 10.000 Jahren, nein, 12.000 Jahren. Göbekli Tepe, ja genau. Genau, ja. Dass sie 1.000 Jahre lang in Betrieb war. Ja. Schon ziemlich heftig. Ja, aber weißt du, das haben wir, wenn du es genau nimmst, auch bei den Pyramiden schon erlebt. Ja, nein, aber weißt du, das, was mich wundert, ist, wieso das ausgestrahlt werden darf. Und der Grund ist eigentlich ziemlich klar. Jetzt geht es nicht mehr darum, die Leute, das haben wir ja jetzt jahrzehntelang gehabt, indem sie indoktriniert wurden mit Lügen und sie haben jetzt die Woke-Agenda, haben sie reingebracht. Wir stehen kurz von dem Pride Month und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, die Menschen zu verwirren. Jetzt kommen also das Foto von Joe Biden gesehen? Genau. Genau, und auf das dürfen wir uns jetzt vorbereiten. Jetzt hat der eine wieder einen Ausruf gemacht. Im Daseinskanal habe ich es veröffentlicht, die wollen jetzt den ganzen Sommer haben. Und das ist es eben mit der Linken und Woke-Agenda. Du gibst ihnen den Finger und dann reißen sie dir den Arm ab und nehmen dein Haus und alles und erzählen dir, dass es richtig ist. Ich weiß nicht, ob du mitgekriegt hast in... ich weiß gar nicht, wie die das bezahlen wollen. In Los Angeles. Los Angeles ist es. Auf jeden Fall die Westküste. Ja. Da ist jetzt das Gesetz verabschiedet worden, dass die Schwarzen jetzt eine Reparationszahlung erhalten und jeder kriegt, ich glaube, 3 Millionen. Ich kann dir nicht sagen, wie absurd, dass diese Idee ist. Aber das Beste ist, dass du dann einen gesehen hast nicht vor dem Kongress, aber von irgendeiner Anhörung, irgendein Penner, der gekommen ist und hat gesagt, mich interessieren die Kriminalitäten in den Straßen nicht. Mich interessiert nicht, dass Menschen vergewaltigt werden und umgebracht, bla bla bla. Ich will einfach meine 3 Millionen. Und da siehst du, dass wirklich einfach die Vernunft nicht mehr da ist. Wo wollen wir hin mit diesem Gespräch? Das Problem ist ganz sicherlich nicht das Geld. Beziehungsweise das Problem von denen ist nicht das Geld, dass sie den Mangel haben, sondern dass sie nicht die richtige Einstellung haben. Und auf das möchte ich eigentlich immer und immer wieder zurückkommen. Was ist die richtige Einstellung? Das Explainity-Video geht eigentlich genau darum. Ja. Jetzt habe ich einen Grund, das zu veröffentlichen. Die Themen, die dort drinnen sind, das Mindmap mit das, was halt wichtig ist. Also ich sage dir ganz ehrlich, das Gespräch, das ich hatte, das mich zum Platzen gebracht hat. Das Gespräch ist gut verlaufen, aber was ich nachher gemacht habe, ist nicht so gut gewesen. Weil meine Schwester, meine Frau war da mit ihrer Kollegin und die waren in einem Gespräch. Mhm. Und ich bin dann reingeplatzt und habe gesagt, was für ein Arschloch. Und die eine war dann so empathisch und ist dann auf mich eingegangen und hat gesagt, was ist da passiert? Und dann
bin ich geflossen wie ein Wasserfall und habe das von mir gegeben. Und meine Frau hat mir nachher gesagt, das sei nicht in Ordnung. Und erst dann bin ich aus diesem Nebel ausgebrochen und habe gemerkt, shit, das war wirklich nicht in Ordnung. Die goldene Regel. Verhalte nicht so, nicht so, wie du nicht behandelt werden willst. Ich habe keine Lust, wenn ich mit einem Kollegen bin, dass da jemand reinplatzt und sagt, wow, 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 Probleme, Probleme. Und da habe ich gesagt, so, jetzt werde ich mich ändern. Und ich glaube, wir hatten es schon einmal wegen dem Thema stoisch sein. Und das habe ich mir jetzt wirklich auf die Kappe geschrieben. Jetzt ist fertig, auch Probleme, die ich mit den Nachbarn habe, etc., bla bla bla. Ich bin das Problem. Und ich bin die Lösung. Und das werde ich mir erarbeiten, dass ich alles als meine Herausforderung schaue. Dass ja, das draußen abgeht, ja, dass das ein Spiegel ist. Und das zeigt, wo, dass ich nicht in meiner Mitte bin und dass ich wirklich in Dankbarkeit gehen kann. So. Und darum geht es. Und darüber Wissenschaft zu machen, eben den jeweiligen Themen und Klarheit zu schaffen, das ist mein Ziel. Ja, das wollte ich noch sagen. Sehr schön. Sehr, sehr schön, ja. Gut. Ich kann das verstehen. Es ist nicht hilfreich, wenn man eine schlechte Stimmung aus einem Dialog oder einer kleinen Gruppe in eine andere Gruppe mit hineinträgt. Nicht. Du müsstest sozusagen beim Wechsel des Kommunikationskontextes dich auch selbst komplett bewusst reinigen und alle Emotionen, mit denen du in deiner Kommunikationssituation aufgeladen wurdest, wieder abschütteln, um völlig offen und neutral und frei wieder in die nächste Kommunikation einzusteigen. Aber ich weiß, das machen wir nicht. Das wird auch so nicht unterrichtet. Das wäre eigentlich Teil einer wertvollen neuen Kultur. Nicht, dass man sich das genau zu Herzen nimmt und sagt, ja, worüber denke ich denn jetzt? Es ist genauso wie mit Sorgen, die dich verfolgen. Also wenn du jetzt sagen willst, ich sage jetzt mal ein Beispiel, du hast irgendeine Diagnose vom Arzt nach einer Untersuchung und der sagt, das könnte das und das sein, da brauchen wir noch Folgeuntersuchungen. Und jetzt drückt das auf deine Seele, ja, und du bist die ganze Zeit nur deprimiert, und deine Familie löchert dich und sagt, was hast du denn? Und sag doch, und du willst es ihnen vielleicht nicht sagen, dann erfindest du wieder was, nicht? Also, du machst es permanent schlechter und schlechter und schlimmer und schlimmer. Ja. Einfach nur, weil du es nicht schaffst, an einem bestimmten Zeitpunkt aus diesem Kontext völlig auszusteigen und zu sagen, da gibt es kein Ergebnis. Das ist ein noch offener Prozess und ich lasse den als noch offenen Prozess einfach stehen. Ohne mich mit einem gefühlten negativen Ergebnis, das vielleicht sein könnte, im Vorhinein schon zu belasten. Ja. Es ist ja ganz interessant, da bin ich wieder beim Dr. Warnke, nicht, weil der sagt, durch das menschliche Bewusstsein manifestieren sich dann die Wirklichkeiten aus dem Meer der Möglichkeiten. Echt? Das heißt, wenn ich jetzt in Angst lebe, ich habe das bei einem meiner Freunde leider Gottes erleben müssen, der 2008 an Darmkrebs gestorben ist, und wie er dann die Diagnose hatte, der hat dann einen künstlichen Darmausgang bekommen und so, das war erbärmlich mit anzusehen. Und der hat mir dann gesagt, wie es soweit war, weißt du, ich habe mich ein Leben lang vor Darmkrebs gefürchtet. Ja, und das war mir dann vollkommen klar, das ist bei ihm ausschließlich auf der psychischen Ebene passiert. Der hat sich nicht so schlecht ernährt oder sonst irgendwie vergiftet. Das war das geistige Gift, das in ihm gewirkt hat. Der hat seine Zellen geradewegs darauf vorbereitet, ja, was da kommt. Und ich kenne ähnliche Situationen, bei weitem nicht so drastisch, aber im Ansatz auch aus meinem persönlichen Leben. Wenn du dich vor etwas fürchtest, dann tritt es ein. Eben für mich persönlich habe hinterher die Lehre gezogen, dass das dann gar nicht so schlimm war. Denn wie gesagt, wenn du dann durchgegangen bist, dann hast du gelernt, damit umzugehen und stärker zu werden. Vielleicht wäre das bei ihm auch eine Lösung gewesen, bei seinem Darmkrebsproblem. Ja. Wenn er sich da an die richtigen Therapeuten gewandt hätte, ja, ich sage jetzt Budig, ja, und ähnliches, und die Panik, in die er dann verfällt, als ganz normaler Mensch, als Durchschnittsmensch, ja, und dann automatisch sofort zur Bestrahlung geht, ja, und zur Chemotherapie, dann ist also diese Spirale nicht mehr aufhaltbar. Wenn du da aber den Bewusstseinssprung machst und da rausgehst in andere Therapieformen, wie gesagt, der Paul und die Eleonora,
die haben schon einige in ihrem Bekanntenkreis komplett austherapiert von Krebs. Und er sagt, die Ärzte sind dann immer ganz fassungslos. Nicht? Die sagen, ah, das war dann wahrscheinlich ein Fehler bei der ersten Untersuchung. Ja, so irgendwie. Anders können sie sich das nicht erklären. Die müssten ja alle vom Glauben abfallen, was ihre Ausbildung betrifft. Das tun sie dann nicht. Ja, ich sage, alle Krankheiten oder auch Unfälle und so weiter, das passiert alles im Kopf. Und deshalb mein Spruch, ich war dann bei meiner Hilfe holen, weil sie ist Kinesiologin, und sie hat jetzt eine Ausbildung gemacht zur Kinesiologin. Und ich bin dann hingegangen, einerseits damit sie Hypnotisieren üben kann. Und das war wirklich sehr spannend. Weil sie hat in ihrem Kurs hat sie Erfahrungen gemacht, die sind bahnbrechend. Die Leute, die sind dann richtig ausgerastet. Die haben Dinge gemacht. Einer hat sogar am Therapeuten seine Hand gebrochen, weil er seine Wut rausgelassen hat. Und nachher waren sie so befreit, weil sie das konfrontieren konnten, was sie nie ihren Eltern zum Beispiel sagen konnten. Oder? Und ihr ist das auch passiert mit ihrer Mutter. Und dann hat sie das versucht, in mich reinzuprojizieren. Und ich bin, natürlich kann ich mich in allen Angelegenheiten und so weiter verbessern, aber ich gehe hier den kultivierten Weg und versuche mich die ganze Zeit zu reflektieren. Ich sehe meine Probleme oder Herausforderungsfelder und ich habe die auch oftmals konfrontiert und ich habe mich auch distanziert von Dingen, die ich nicht will. Und ich bin jemand, der das Zeugs anspricht. Und wieso, dass ich das erkläre, ist, weil sie mich dann in diese Situation bringen wollte, dass ich das konfrontiere. Und das ist aber dann ins Leere gelaufen, weil ich das bereits schon lange gemacht habe. Und sie hat dann gesagt, ja, weißt du, hier ist ein Stuhl und setz da jetzt den hin, den du konfrontieren willst. Und ich so, ich weiß eigentlich, wen ich hinstellen müsste aus deiner Sicht. Ich denke, man könnte noch jemand anderen nehmen. Also ich habe meinen Vater genommen, dann noch einen Stuhl und dann meine Mutter. Da habe ich gesagt, aber ich glaube, wenn ich das so richtig betrachte, du bist eigentlich nur noch ein dritter Stuhl hin und dort sitze ich. Und dann hat sie gesagt, ja, ich weiß, wo du hin willst, aber du musst jetzt zuerst die anderen beiden konfrontieren. Und da gab es aber nichts zu konfrontieren, weil ich das bereits gemacht habe. Ich habe es bei meinem Vater versucht. Das hat keine Wirkung, keine Linderung, nichts gegeben, weil ich es bereits gemacht habe. Das Gleiche mit meiner Mutter. Und dann bin ich zu mir gekommen. Dann meine wurde dann einsichtig. Und dann hat sie gesagt, ja, okay, dann geh halt zu dir selbst. Was willst du denn dann sagen? Dann habe ich gesagt, ich kann eigentlich nur eines sagen, und zwar, dass ich mir verzeihe. Ja. Und dann hat sie das eingesehen, hat sie gesagt, wisst ihr, dass ich dich zurückkomme? Da habe ich gesagt, ja, bin ich zurückgekommen und dann wurde ich emotional, beziehungsweise ich habe geweint, aber ich habe geweint, weil ich wusste, welchen Weg, dass ich jetzt gehen will. Und das habe ich am Samstag entschieden und am Sonntag war ich dann bei meiner Schwester. Das ist wirklich den stoischen Weg zu gehen. Und wenn du nicht von Grund auf stoisch bist, was sehr, sehr selten ist, aber wenn du nicht von Grund auf bist, dann ist es ein sehr harter Weg sein. Ich wusste, was auf mich zukommt und deshalb wurde ich emotional, weil es mir niemand abgenommen hat. Ich dachte, ja, ich gehe mich hypnotisieren und dann stimmt's da oben wieder und das war doch nicht der Fall. Das ist wieder die mechanische Sichtweise, ne? Genau. Und dann merkst du, okay, Melik, du darfst es selber machen. Aber weißt du, eigentlich, wenn ich ehrlich zu mir bin, will ich es eigentlich auch gar nicht anders. Ich möchte Herr von mir selber sein und ich weiß, was ich zu tun habe. Eigentlich freue ich mich sehr auf den Weg, weil der Weg ist das Ziel, nicht das Ziel. Am Ziel angekommen ist dann alles einfach. Weil du es schwierig gemacht hast. Alle Menschen, die es sich einfach machen, die haben es schwer im Leben. Das ist jetzt eine ganz spezifische Prämisse. Und ich habe jetzt einen Karton hier
Das ist echt, hier steht drauf, ich kontrolliere meine Gedanken. Und jedes Mal, wenn etwas kommt, ich kontrolliere meine Gedanken. Ich habe zum Beispiel Platzangst und ich habe so eine Angstvorstellung, dass ich in eine Situation komme, wo ich nicht mehr rauskomme aus dieser Platzangst. Da gibt es eine Serie, die finde ich super, geht um Vampire, heißt The Originals. Und dort gibt es die Urvampire. Und da gibt es zwei, es gibt eine Familie und da gibt es zwei davon, die haben sich nicht so gut verhalten. Die haben einfach zu viele Menschen umgebracht und dann das Bild von der Vampir nicht mehr. Und die haben, ich weiß, mit dem einen weiß ich nicht mehr, was sie gemacht haben, den anderen oder die anderen, die haben sie in einen Metallsarkophag reingetan und auf den Grund des Meeres getan. Und 500 Jahre, weil sie ja unsterblich ist, ist sie immer wieder zum Leben gekommen und ersoffen. Und das 500 Jahre lang. Und dann bin ich beim Einschlafen habe nichts Besseres zu tun, als mir zu überlegen, ich wäre jetzt dort und ich komme da nicht mehr raus. Und ich habe natürlich eine Panikattacke. Ich habe gesagt, irgendwann einmal wird mir eine Synapse explodieren und dann werde ich dort drin bleiben, gefangen. Diese Schlaufe. Und das ist ja eine selbsterfüllende Prophezeiung, die es dann Genau. hat, oder? Richtig. Ich darf jetzt dafür sorgen, dass das nicht eintrifft. Beziehungsweise ich darf mich auf das fokussieren und aufmerksam machen, was ich will und nicht das, was ich nicht will. Das ist immer das Bessere, absolut, ganz genau. Ja, richtig. Ja, wenn man verstanden hat, dass man der Schöpfer seiner eigenen Wirklichkeit ist, dann kommt der nächste Punkt. Dann muss man es so ins Leben integrieren, dass es auch auf der emotionalen Grundlage funktioniert. Dass du eben nicht mehr in die Angst gehst bei bestimmten Ereignissen, sondern dass du erkennst, dass du selber die Situation herbeigeführt hast. Ja, um wieder etwas übers Leben zu lernen, beziehungsweise deine Fähigkeiten zu erhöhen. Und das ist ja das, meiner Meinung nach, was uns vereint in dieser Hinsicht der Kultivierung. Ja, das ganze Leben so zu interpretieren, dass Schwierigkeiten, Rückschläge, Krankheiten, Unfälle, alles das, was wir normalerweise negativ konnotieren, dass wir das als Lernaufgabe sehen, um sie erfolgreich zu meistern und damit auf eine höhere Stufe zu kommen. Und das ist, wenn du es wirklich in dein Glaubenssystem integrierst, ist das wunderschön, weil du tatsächlich die ganze Angst verlierst. Du hast dann keine Angst mehr, nicht? Du denkst dann nicht mehr in Schreckensszenarien, sondern in unterschiedlichen Stufen von Herausforderungen. Und natürlich gibt es Herausforderungen, die ich mir jetzt nicht wünsche, weil sie vielleicht zu mühsam wären, ja, aber jeden Tag ein bisschen anders geht es nicht. Ja, das macht Spaß und das macht Freude, nicht? Gestern war ich zum Beispiel mit meiner Frau mit dem E-Bike unterwegs und am Rückweg hat das einen Fehlercode gemeldet und ich habe mit diesem überschweren Zeug, ja, normal die Steigungen bewältigen dürfen und so. Na, herrlich. Meine Laune war alles andere als entspannt. Aber hinterher habe ich mir auch wieder gedacht, hast du wenigstens was für den Körper getan? Genau. Also hat nicht gleich Klick gemacht. Nein, nicht gleich. Aber wie ich dann zu Hause war, ja, und entspannt mich aufs Sofa gesetzt habe, habe ich es dann verstanden. Inzwischen. Ehrlicher Dialog, gefällt mir sehr gut. Ja. Das ist ja genau das, was ich meinem Frequenztherapeuten gesagt habe, was das Ziel ist. Diese Entscheidung gleich treffen zu können, gleich die richtige Entscheidung zu haben. Ganz genau. Die Leute in einer Ökosiedlung darauf zu bringen, weißt du, deshalb sagt der Junge aus der Schettinin-Schule, der sagt, es gibt zwei Arten von Menschen. Es gibt zufriedene Menschen und unzufriedene Menschen. Und der unzufriedene Mensch, der sagt, oh nein, jetzt trampeln die Batterien aus und er ist zu Hause, oh, und der andere sagt, oh cool, neue Herausforderung. Das ist ganz ein anderes Leben, denke ich mir. Du so durchs Leben gehst und es gibt Situationen, da gelingt es mir und das sind wahrscheinlich die einfachen. Und bei den schwierigen, zum Beispiel Nachbarschaftsthemen und so weiter, kannst du dich 2 Tage aufregen und dann, oh, Melik, du kannst ihnen so dankbar sein dafür. Und das, seit ich jetzt umgestellt habe aufs Deutsch,
Ich sagte einfach nur, wie das funktioniert, habe ich ihn jetzt nicht. Ich habe es mir so wie nun Stick gegeben. Ich habe nicht. Da hat sie einen speziellen Duft hinterlegt. Sie sagt, dass die Nase, die ist direkt mit dem Hirn verbunden. Ja, ja. Organe haben irgendeinen Zwischenstück. Ja. Wenn du dich gerade aufregst, dann nimmst du den Stift. Dann, das ist so wie das auf 10 Zehen, dass du dich dann wieder beruhigst. Und dann sage ich immer, Stoisch, Stoisch, Stoisch. Und dass ich dann meine Gedanken kontrolliere und dann in eine Dankbarkeit komme und sage, welche, die geben dir eine Steilvorlage. Sie sind die schönsten Menschen, weil das ist wie eine kleine Seele spricht mit Gott. Das sind ja die Seelen, mit denen du vor Äonen abgemacht hast, dass die kommen, dich piesacken, damit du barmherzig zu ihnen sein kannst und demütig, dankbar und respektvoll. Absolut. Ja. Das ist ein Prozess. Absolut. Am Lernen, weißt du. Und das ist eben der Unterschied. Ich schreibe im Buch den Prozess, wenn du etwas kennenlernst, und jetzt hast du den Aha-Effekt, du weißt es, dann verstehst du es und dann setzt du es um. Ja. Und ich weiß das schon seit Jahren. Aber ich bin noch nicht, ich glaube auch, dass ich es teilweise verstanden habe, aber ich bin noch nicht ganz in der Umsetzung. Und ich bin so ein bisschen dort. Das erinnert mich wieder an mein Lieblingszitat von Konrad Lorenz zum Change Management. Gesagt ist nicht gehört. Gehört ist nicht verstanden. Verstanden ist nicht einverstanden. Einverstanden ist nicht umgesetzt. Und umgesetzt ist nicht beibehalten. Ja. Das sind alles so kleine Hürden, die wir da überwinden dürfen. Und wir dürfen nicht glauben, nur weil wir etwas sagen und der andere so tut, als hätte es verstanden, ist das Problem schon gelöst. Erinnerung, das ist ein weiter Weg, denn wir dürfen nicht vergessen, auch wenn es verstanden und akzeptiert wurde, ja, und selbst wenn es angewandt wurde, ist die Frage, ob man das dann auch beibehalten kann, ein anderes Verhalten, oder ob man bei erstbester Gelegenheit wieder zurückfällt, ja, in irgendein altes Muster. Ich denke, das hast du in jedem Themenbereich, ob du jetzt IT-Supporter bist und jemandem erklärst, wie sein PC besser bedienen kann. Ausschalten und wieder einschalten. Ja, genau. Das andere ist, dass du zum Beispiel eben, du kommst und dann der ganze Desktop ist voller Icons und dann gehst du mal alles aufräumen und ein halbes Jahr. Ja, ja, ja. Und schon wieder eine oder du bist der Therapeut und da jemand kommt, Thema und du findest die Wurzel, versuchst das auszureißen, versuchst selbst zu ermächtigen. Also die richtigen Therapeuten, die behalten nicht, die machen ja etwas falsch, wenn der Patient immer und immer wieder kommt. Das hier zum Beispiel ist so ein Ansatz, wieso dass die Leute irgendwo wiederkommen, beziehungsweise eine gewisse Zeit lang, halt eben diese Unkonditionierung zu machen. Und ja, wir machen uns ja selber krank in unserem Kopf und das sind Gewinner. Ja, also wenn wir es zulassen, bin ich wieder bei dem Thema stoisch. Ja, wenn wir es zulassen, dass bestimmte Ereignisse, die eine negative Konnotation haben, unser Unterbewusstsein und damit unsere inneren Organe berühren, dann ist das die Vorstufe vom psychosomatischen Leiden. Das ist gar keine Frage. Und da können wir an unterschiedlichen Stellen eingreifen. Das Schönste und Sinnvollste ist es gleich unmittelbar bei Gefühl und Emotion den Schalter zu stellen. Ja, um zu sagen, ich merke, was jetzt in mir läuft, aber ich gebe dem jetzt keinen Sinn. Und damit kann ich die Emotion vermeiden. Und die Emotion ist oft der Schalter, der uns dann wieder in die alten Muster zurückfallen lässt, weil das habe ich ja schon mal erlebt in einem ähnlichen Kontext und da habe ich mich auch schon schlecht gefühlt und da habe ich dann auch gesagt, Scheiße und so. Ne? Da gibt es dieses schöne Bildchen, wo einer Scheiße sagt und ein Freund sagt zu ihm, denk doch positiv, ja, das kannst doch alles immer auch positiv sehen. Er sagt, schöne Scheiße, ja, dann, ich doch. Sehr gut, ja. Also wenn wir da ansetzen, ja, dann wird es einfacher.
als dann hinten was zu ändern. Ja. Weißt du das mit der Emotion, das ist natürlich elementar. Aber ja. Weil, nicht aber. Es ist bei den Emotionen. Entschuldigung? Und statt aber. Nein, ja, aber ich wollte woanders hin. Die Emotion, die benötigst du ja als Kommunikation mit dem Schöpferfeld. Und auf der anderen hast du natürlich Verbindungen, kognitive, die Dinge jetzt dann wieder im Verstand aufrufen. Und deshalb in Outwitting Devin erklärt er das sehr gut, dass es halt eben eine Umkonditionierung braucht, weil wenn du eine bestimmte Konditionierung hast und dadurch diese ungewollten Emotionen hervorrufst, ist das zurückzuführen auf diese Konditionierung, die du hast. Deshalb, du bist die Summe deiner Gewohnheiten. Und in deinem Leben darfst du deine Gewohnheiten ändern. Dann verändern sich auch die Strukturen in deinem Kopf. Stell dir vor, das ist wie ein Fitnesscenter, wo du gewisse Muskeln trainierst. Und du hast jetzt einfach einseitig einen gewissen Muskel trainiert und der ist sehr groß. Das ist deine Aufmerksamkeit auf diesem Thema. Du möchtest aber etwas anderes tun. Dann darfst du andere Muskelpartien. So darfst du dich mit anderen Themen befassen. Stell dir jetzt zum Beispiel vor, du hast einen Mensch, der dich immer triggert und dir nicht gut tut, dann ist es eigentlich ziemlich klar, was du machen darfst. Und ja. Ich habe so viele Dinge erlebt, jetzt persönlich, aber auch mit anderen Menschen, wo ich sie darauf aufmerksam gemacht habe, sie dann diesen Mensch nicht mehr frequentiert haben und sie dann völlig neue Menschen wurden und neue Potenziale freigelegt wurden. Also Melik, das finde ich sehr interessant, was du jetzt gesagt hast über die Änderung von Gewohnheiten. Das bringt mir jetzt wieder den Rupert Sheldrake in Erinnerung, der die Hypothese aufgestellt hat, seiner Meinung nach sind auch die Naturgesetze nicht unveränderlich, sondern sie verändern sich in sehr großen Zeitabständen, die sich unserer unmittelbaren Messung daher entziehen. Aber er meint, dass das auch mit Gewohnheit zu tun hat. Nicht Musterbeispiel, die Kristallisation von chemischen Substanzen, die das erste Mal wahnsinnig schwer ist, dann immer leichter wird, je öfter man es macht. Und die in den offiziellen Schullehrbüchern mit den bärtigen Chemikern erklärt wird, die Kristallisationskeime in ihren Bärten von Labor zu Labor verschleppen. Eine Verschwörungstheorie. Als wissenschaftliche Erklärung für diesen Prozess. Wenn wir jetzt einmal ganz frei einen Gedanken spinnen und sagen, wir werden von klein auf darauf konditioniert, uns an Gesetze zu halten. Natürlich die Gesetze, die im Parlament beschlossen werden, dann gibt es göttliche, religiöse Gesetze. Die Naturgesetze, die werden als völlig unveränderlich dargestellt, nicht? Auf die können wir gar keinen Einfluss nehmen. Dann entsteht daraus in uns natürlich eine Gewohnheit. Die Gewohnheit, was wir alles nicht ändern können. Und wenn wir gewohnt sind, dass wir das nicht ändern können, dann ist das so wie mit dem Elefanten, den man mit einer dünnen Kette anbindet. Dann tun wir es auch nicht mehr. Dann probieren wir es gar nicht mehr. Und damit geht natürlich eine wesentliche Fähigkeit verloren. Würden wir uns jetzt vorstellen, dass wir uns selbst innerlich wirklich zutrauen vom Glaubenssystem her, jedes Gesetz verändern zu können, dass wir die Macht haben, ja, bis hin eben auch zu Naturgesetzen. Ich habe das schon erzählt von der Konferenz der Grenzwissenschaftlichen in Bad Vöslau, wo diese eine vortragende Dame die gebogenen Löffel durch die Reihen durchgegeben hat. Nicht? Also so viel zum Thema Naturgesetze. Ja. Also würden wir uns stattdessen angewöhnen, dass der menschliche Geist grenzenlos ist und dass es wirklich von uns abhängt, inklusive Übung und Training, nicht? Da sind wir wieder beim Gewohnheitseffekt, ja? Was wir erreichen können und was nicht, dann würden wir sehen, dass wir sehr gut auch im persönlichen Zusammenleben, in Gemeinschaften, solche extern vorgegebenen und über die Kultur fortgeschriebenen Gesetze nicht benötigen würden,
sondern dass wir in empathischer Echtzeitkommunikation tatsächlich bessere Erfolge hätten. Denn ich sage jetzt mal Konföderation der Lebensformen. Wenn wir jetzt einem Wesen, einer Waldelfe oder so, das erste Mal begegnen, ja, dann werden wir uns da auf keine Gesetze stützen können, ja, wie wir jetzt mit diesen Wesen kommunizieren. Aber Empathie und Einfühlungsvermögen haben wir wahrscheinlich trotzdem, dass wir das einsetzen können. Also ich glaube, das wäre schon eine ganz schöne Herausforderung, ja, sich von den Gesetzen zu trennen und von der Zuverlässigkeit der Gesetze, weil am Ende des Tages geben wir damit auch Verantwortung ab. Ich verhalte mich so, Musterbeispiel ist, gehe ich jetzt bei Rot über die Kreuzung. Ich tue es nicht, weil das steht in der Straßenverkehrsordnung und dann bin ich immer auf der sicheren Seite. Ja, stimmt natürlich nicht, weil ein betrunkener Autofahrer, der kann auch über den Gehsteig fahren. Ja, also diese Schutzfunktion ist nicht zu 100% gegeben. Ja. Auf der anderen Seite, wenn es mitten in der Nacht ist und weit und breit ist kein Auto in Sicht, ja, dann stört es überhaupt nicht, wenn ich bei Rot über die Kreuzung gehe. Ja. Und das sind eben die Dinge, der tatsächliche Zusammenhang ist ein ganz anderer. Es geht darum, ob ich den Verkehr behindere oder mich selbst in Gefahr bringe. Ja. Aber mit diesen Lichtregeln und den Ampelregeln hat man versucht, das Leben für die Menschen zu vereinfachen. Natürlich, und das ist ja ganz interessant, in den nordischen Ländern haben sie wirklich diese Erfahrung gemacht, da haben sie über einen bestimmten Zeitraum die Straßenverkehrsschilder abgebaut und sehr, sehr viele zurückgenommen. Und das Ergebnis war eindeutig feststellbar, weniger Unfälle, weil die Menschen gelernt haben, wieder achtsamer Auto zu fahren. Ja, die haben auf den Mitverkehrsteilnehmer geachtet, die haben kommuniziert, ja, die haben sich gegenseitig gesagt, bitte fahren doch Sie oder darf ich bitte und so weiter. Ja. Und am Ende des Tages braucht es dafür dann eigentlich gar keine Verkehrszeichen mehr. Ja, eine einfache Regel wie der Rechtskommende hat Vorrang, ja, reicht. Ja. Und in Spezialfällen bleibt man halt stehen und kommuniziert. Bravo. Wirklich. Man macht sich damit von Demagogen und von Diktatoren und Autoritäten unabhängig, die aber vorgeben, zu unserem eigenen Wohl uns Regeln vorsetzen zu müssen. Finde ich super. Wenn man deinen Vorträgen zuhört und so weiter, oder jetzt gerade in den Kanälen, und man spricht vor allem Anarchie und so weiter, ja, dann hat das nicht nur mit gesellschaftlichen Gesetzen zu tun, sondern allgemein mit Gesetzen. Und ist deine neue These? Ich habe noch gar nicht darüber nachgedacht, wie das dann aussieht. Natürlich, wir sagen auch, wir starten auf der grünen Wiese. Vielleicht stimmt das gar nicht, was Newton gesagt hat, und plötzlich können alle levitieren. Ja. Alle nicht, lieber Millig, aber ich habe dir das schon mal erklärt. Es hat mich schon sehr innerlich erschüttert, dieses kurze Video. Das war, glaube ich, von einem jungen Russen, der mit seinem Hund im Wald spazieren war. Ja. Er wirft Stöckchen und dann schaut er nach rechts und da sieht er ein Mädchen, also vielleicht 5, 6 Jahre alt, in der Luft schweben, in 2 Meter Höhe, und eine Frau daneben, ja, die reicht so hoch und hält sie an der Hand. Ja, und die sehen ihn dann und dann sinkt das Kind wieder runter und sie laufen beide davon. Genau. Ja. Und die Frage ist, ist so etwas in der Gesellschaft erlaubt oder nicht? Und damit meine ich, weißt du, wenn wir sagen, ja, es gibt hier auf der Welt jetzt keine Hierarchien mehr, ob es mit dem universellen Gesetzen, dort gibt es ja auch eine galaktische und universelle, wenn man dem Glauben checken will, wenn die wiederum eine Form haben, dann dürfen wir uns dem wahrscheinlich beugen. Ich sage nur damit, dieser Planet, der ist dafür eine, ich sage jetzt nicht welche, weil wer bin ich schon, so etwas definieren zu können, aber es kann ja schon sein, dass diese Welt einen Grund hat. Und wofür ich da ist. Ich bin mir ziemlich sicher. Ja. Naja, schau, der Sinn, ja, und die Zielsetzung und die teleologische Dimension, die ist ja aus der gesamten Wissenschaft herausgenommen worden. Mit der Evolutionstheorie und dem Zufall als ultimativer Ursache für alles und jedes.
Ich denn auch beim Urknall, ja, sind sich ja unsere Wissenschaftler alles andere als einig. Also mal abgesehen davon, dass es immer mehr Indizien gibt, dass es ihn gar nicht gegeben hat, aber bleiben wir jetzt mal auf dem Boden, es habe ihn gegeben, auf der Ebene der Theorie, dann ist ja nach wie vor die Frage, was war vorher? Das ist eine Frage, die man im Rahmen unserer Wissenschaft gar nicht stellen kann, weil ja Raum, Zeit, Materie, Energie und alles in diesem einen Moment erst entstanden sein sollte. Ja. Aber dennoch darf man legitimerweise die Frage stellen, warum hat es den gegeben? Nee. Denn die theologische, die Sinnebene, die hängt jetzt nicht unbedingt von Raum, Zeit, Materie und Energie ab. Das ist eine geistige Ebene. Und genau auf die sollen wir uns scheinbar im Rahmen der Schulwissenschaften nicht erheben dürfen. Diese geistige Ebene, die unabhängig von Raum, Zeit, Materie und Energie ist, wenn es sie denn hypothetisch betrachtet gäbe, dann wäre die auf jeden Fall die dominante Steuerungsebene. Und da können wir uns jetzt irgendwas vorstellen. Da können wir Teufel, Engel, Götter, Dämonen, die können wir bevölkern, womit auch immer, was zum Beispiel im Mittelalter die Maler und die Künstler ja reichlich getan haben. Da gibt es ja wunderbare Werke und gruselige Werke zu dem Thema. Aber die haben alles gemeinsam. Auf die kannst du unsere naturwissenschaftlichen Gesetze und Regeln gar nicht anwenden. Weil das ist der geistige Bereich. Und welche Regeln dort gelten, welche Spielregeln, ja, nach welchen Methoden wir dann dort arbeiten, ja, mit zum Beispiel Hypothesen überprüfen, ja. Wenn ich da etwas einmal bemerkt habe, einen Zusammenhang, ist er dann allgemeingültig oder nicht, nicht? Wie sehen diese wissenschaftlichen Methoden auf der geistigen Ebene aus? Da haben wir eigentlich nichts. Da haben wir nichts, außer das, was wir auch aus der Erfahrung sagen können, das sind eben Glaubensregeln, Glaubenssysteme. Und die sind möglicherweise deshalb so wirksam, weil sie gleichzeitig Schöpfungssysteme sind. Mhm. Genau, und da gibt es dann jetzt neu, zumindest am Florieren in den Telegram-Kanälen seit Corona und so weiter, das andere Extrem, wo man komplett ins Esoterische reingeht und überhaupt nichts mehr beweisen kann, wie zum Beispiel da diese 4, 5 bis 18 D-Theorie und so weiter, was ich meine heute einfach probieren wollen und abheben. Und du kannst es ja sowieso nicht beweisen. Also diese selbsternannten Muster, die stellen sich auf einen Thron, den man nicht absäben kann, außer man findet weder einen Finanz- oder einen Frauenverführungsskandal. Ja, das ist jetzt exakt der Punkt. Weißt du, Meli, solange wir auf der geistigen Ebene, bei den geistigen Wissenschaften, keine Methodenlehre haben und keine Werkzeuge, wo man sagen kann, anhand des Einsatzes dieser Werkzeuge erkennen wir einen Wissenschaftler zum Unterschied vom Scharlatan. Ja. Solange ist die Ebene, sage ich einmal, sehr schlüpfrig. Denn auch wenn man jetzt selbst seine eigene Meinung dort postuliert, kann man dann sehr leicht in Verruf geraten und sagen, ah, der glaubt ja an dieses oder jenes und ist daher kein Wissenschaftler. Und das ist vielleicht auch genau der Punkt, bei dem jetzt Behe und Konsorten, diese hinterfragenden Molekularbiologen, ihre Probleme haben. Die sagen ja auch, früher hat man ja den Darwinismus in die Welt gesetzt, um damit, ich will jetzt nicht sagen, Gott zu widerlegen, aber um ihn überflüssig zu machen. Um sagen zu können, das ist eine Wissenschaft und ein Weltmodell, erklärt eine ganze Menge und dafür brauchen wir den Schöpfergott nicht. Und auf der anderen Seite ist das natürlich auch zu kurz gedacht, denn wenn ich jetzt eine Synthese zwischen Religion und Wissenschaft herbeiführen will, und das ist ja letztlich dann auch passiert, und ich glaube, dass auch Anton Zeilinger, wenn ich ihn richtig verstehe, der im vorigen Jahr den Nobelpreis erhalten hat, das so interpretiert, dann kann man heute ja auch sagen, die Evolutionstheorie ist eigentlich nur das Werkzeug Gottes, mit dem er seine Schöpfung betreibt. Und auch dieser absolute Zufall auf der Quantenebene. Nur weil Einstein gesagt hat, der Alte würfelt nicht, vielleicht würfelt der Alte doch. Ja, und sei es, dass es nur dem Einstein zu Fleiß tut. Ja. Also weißt du, das sind jetzt genau diese Dinge. Es gibt zwei unterschiedliche Bereiche. Das eine ist die religiöse Welt und das andere ist die wissenschaftliche Welt. Und da kannst du automatisch nicht von einem Bereich in den anderen hineindenken, weil sich das eine und das andere jeweils der Methoden
des anderen Bereichs vollständig entzieht. Ja, die kann man dort nicht logisch sinnvoll zur Anwendung bringen. Und das ist die Schwierigkeit an der Sache. Und bei anderen Dimensionen, wie du das sagst, ist es ähnlich. Ja, denn wenn ich jetzt zum Beispiel Burkhard Heim bemühe und der sagt, die fünfte Dimension ist die Zielsetzung und die fünfte ist die Information und die sechste ist die Zielsetzung. So, die teleologische ist die sechste bei ihm und die Information ist die fünfte. Dann muss ich genau genommen ja sagen, dass schon die Information im Sinne von strukturellen Bauplänen, wie das beschrieben wird, nicht? Das wäre die Ebene, auf der die morphogenetischen Felder wirken, von Rupert Sheldrake, ja. Dann setzt ja in Wirklichkeit schon diese Ebene wieder die Zielsetzung auf der sechsten Dimension voraus und letztlich auch wieder Bewusstsein. Und das ist das Interessante. Bewusstsein ist dann ein übergeordnetes Prinzip, das die fünfte und die sechste Dimension, die Zielsetzung und den Bauplan mit der 3-4-dimensionalen Welt, die wir normalerweise in den Naturwissenschaften bearbeiten, verklammert. Das ist die Brücke, diese Spange, ja, diese höheren Dimensionen, in denen wir die naturwissenschaftlichen Gesetze nicht ohne weiteres einsetzen können, ja, verbindet ja, mit den darunterliegenden Schichten, die naturwissenschaftlich bearbeitet werden. Das ist für mich eine relativ schlüssige, ein Modellansatz, der wieder vieles erklärt in dem Zusammenhang, als Arbeitshypothese verwendbar. Die brauchen solche Werkzeuge, um sich etwas vorzustellen, andere krümmen, ohne darüber nachzudenken, einen Löffel. Genau, richtig. Ja, für ihn wichtig ist, ja. Richtig, absolut, vollkommen klar. Je nachdem, ob du mit Gefühl arbeitest und Intuition oder ob du Verstandeswerkzeuge benutzt. Ne? Auch da gibt es jetzt keine Wertung. Nicht beides ist wertvoll. Ja. Weißt du, mir geht es einfach um nochmals zurückzugehen wegen dem Grund unseres Daseins und wegen dieser Frau und diesem Kind im Wald. Wieso wird das nicht gezeigt? Und wir hatten auch schon die Diskussion, dass die immer zuletzt oder zuerst sterben und die Schlechten zuletzt. Man sieht, Henry Kissinger ist jetzt über 100 Jahre alt geworden. Ja, genau. Nein, ich will jetzt da nicht werten. Gehen wir zurück. Wieso wird nicht gezeigt, dass levitiert und so weiter, dass gemacht werden kann? Ich habe da schon auch meine Hypothese dazu. Ein Vorläufer der spirituellen Bewegungen war ein gewisser Herr Mesmer. Der Mesmerismus ist dann als Sekte abgetan worden. Aber so Ende des 18., glaube ich, und Anfang des 19. Jahrhunderts hat der verschiedene Dinge zusammengebracht. Die Wirkung von Elektrizität und Magnetismus auf den menschlichen Körper einerseits, das war also die heilerische Methode, und der Zugang über die Hypnose auf der anderen Seite. Und wir wissen ja heute aus modernsten Forschungen, dass die Hypnose bei Menschen durchaus auch von der Stärke vorhandener Magnetfelder abhängig ist. Also starke Magnetfelder können die Hypnose unterstützen bzw. verhindern. Ja. Und das, was der damals gemacht hat, ja, inklusive der Heilerfolge, das ist dann völlig verächtlich gemacht worden, ja, und aus den offiziellen Büchern verdrängt worden. Und ich glaube, das hat natürlich auch mit der materialistischen Sicht zu tun, dass alles, was den Körper und den Geist betrifft, nur Substanzen sein dürfen. Ja, also alles ist nur Chemie und nichts ist Magnetismus oder Elektrizität. Warum? Ja, weil Elektrizität und Magnetismus funktioniert mit Feldern und unter Feldern können wir uns nach unserer materialistischen Konditionierung zu wenig vorstellen. Ja, weißt du, das ist ja gerade in dieser Zeit gewesen, gerade Heilpraktiker und so weiter, keinen Doktortitel mehr tragen. Gibt es der andere, der mit einem Orgo-Strahler innerhalb von 15 Minuten jegliche Krankheiten geheilt hat, der ist dann ins Gefängnis gesteckt worden, ist dann dort auch gestorben. Also die wollen davon gar nicht wissen, das bringt kein Geld. Es geht darum, die Menschen zu verwirren und nicht sich zu behalten.
Das habt ihr von mir auch auf unserem Weg sehr vorsichtig sein, wie wir uns unser Vorgehen formulieren. Entweder, also weißt du, die Vorwürfe mit der Sekte und was weiß ich, das wird kommen. Und wir dürfen schauen, dass die nicht mit einem Team kommen und die Bude einrennen, weil wir Terroristen sind. Also mit dem darfst du heute rechnen. Also Leute. Weißt du, Milik, ich denke, wenn wir glaubhaft zeigen können, dass wir Mitglieder unterschiedlichster Religionen ja gleich gerne bei uns haben, ja, und dass da völlige Glaubensfreiheit auf religiöser Ebene herrscht, inklusive Atheisten und Agnostikern, ja, da kriegen wir den Vorwurf der Sekte relativ schnell vom Tisch. Aber es ist natürlich gefährlich, nämlich eine säkulare Sekte. Eine Sekte ohne Religion, die sich dadurch auszeichnet, dass sie an die verordnete Staatsreligion des Geldes und des Materialismus nicht mehr glaubt. Ja, das ist ja der Trick. Man versucht ja Verwirrung zu stiften mit den geistigen Religionen und den unterschiedlichen Systemen, die man gegeneinander aufwiegelt, um auf der anderen Seite die verdeckte Staatsreligion, nämlich die materialistische Wissenschaft und das unhinterfragte Schuldgeldsystem, ja, als wirklichen Glauben zu installieren. Denn der mächtigste Glaube war immer der, der automatisch von den Bevölkerung gelebt wurde. Alle Rituale wurden automatisch ausgeführt, nicht weil sie sich einer Religion zugehörig fühlten, sondern weil das für sie die Wirklichkeit war. Ich habe mir schon oft versucht vorzustellen, was das für ein Gefühl sein muss im alten Ägypten oder im alten Rom. Wenn du dir vorstellst, da kommt jetzt der Kaiser oder der Pharao, und das ist aber nicht einfach der Heerführer, ja, oder der Oberste im Staatswesen, der ist gleichzeitig auch ein Gott. Das heißt, wenn sich der dich ein bisschen schief anschaut, dann fallst du womöglich tot um. Ja, ja, das, ja. Ja, du weißt, das musst du dir einfach einmal als Alltagswirklichkeit implementieren, dieses Vorstellungsbild. Du, das sind natürlich Machtfantasien und Machtmöglichkeiten. Und ich bin mir absolut sicher, wenn es der Herrscher darauf angelegt hätte und der hätte wirklich irgendjemanden, der da steht, böse angeschaut, dann hätte er wahrscheinlich einen Herzinfarkt erhalten bekommen, hätte eine self-fulfilling prophecy gehabt, wäre wirklich umgefallen, klassischer Nocebo-Effekt. Ja. Und das hätte wieder für alle anderen als Beispiel dienen können. Schöne Terminologien, die du da verwendest, genau. Ja. Ja, und das ist meiner Meinung nach mit dem Geldsystem und unseren Staatsgewalten und der materialistischen Wissenschaft passiert. Man hat das als Glaubenssystem, ja, der Gesellschaft insgesamt implementiert und indoktriniert, sodass wir nach diesen Regeln leben, nicht in der Meinung, das sei Religion, weil Religion ist ja dann schon ein bisschen entwertet, weil da gibt es ja verschiedene. Nicht? Aber zum Materialismus und zum Geldsystem und zum Staatswesen gibt es keine Alternative, weil die Alternative ist dann der Terrorismus und die Anarchie im negativen Sinn, ja, oder die Schwurblerei und die Nichtwissenschaft. Es ist doch krass, wie das gerade in 3 Jahren so dermaßen Fahrt aufgenommen hat. Das ist wunderschön. Das ist wunderschön. Weil an dem dürfen wir jetzt alle lernen. Ja. Genau. Also da dürfen wirklich alle sehen, gibt ja auch in der Bibel und in alten Büchern die Ankündigung einer Zeit, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Und ich glaube, das ist genau mit diesen 3 Jahren gemeint jetzt. Ja. Wir werden sehen. Weißt du was, tun wir noch abgrüßen. Ich habe noch eine Frage, die stelle ich dir in Telegram. Dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Dann machen wir Telegram weiter. Bis gleich. Ciao, ciao.